Nice. Steht gleich wieder. Passt, wir sind live. So, und willkommen zur nächsten Episode von unserem Facebook Live. Diesmal mit der lieben Hurie. Fellow 2016, stimmt's nicht? Das ist jetzt perfekt. Und heute wird es um das Thema Intersektionalität im Schulwesen bzw. in der Schule gehen. Und da freue ich mich, dass du heute dabei bist, weil du unter anderem auch beim Inspired warst. Da ging es auch rund um das Thema Intersektionalität, was es bedeutet und wo es in den verschiedensten Lebenssituationen eben vorkommt. Und da hattest du auch deinen eigenen Tisch bzw. die eigene Station. Genau. Und ich würde sagen, einfach zum Start, dich kurz vorstellen, wer du bist, was du gerade machst und was du mit Teach for Austria zu tun hattest oder noch zu tun hast. Ja, danke auch für die Einladung. Es freut mich immer wieder, bei Teach for Austria aktiv zu sein und dabei zu sein bei Veranstaltungen und so weiter. Ja, wie gesagt, mein Name ist Hurie Aydedini. Ich bin zurzeit als Projektmanagerin bei der Stiftung für Wirtschaftsbildung tätig. Bei Teach for Austria war ich, wie du gesagt hast, Fellow von 2016 bis 2018. Das heißt, ich habe in einer Mittelschule 2 Jahre unterrichtet. Genau, und also nach diesen 2 Jahren hat mich dieser Lehrberuf eigentlich schon inspiriert und habe mich dafür entschieden, Wirtschaftspädagogik zu studieren im Master. Und nach dem Abschluss bin ich eben dann bei der Stiftung gelandet. Sehr gut. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, um beim Fellow-Programm mitzumachen und dich zu bewerben? Ja, damals war ich noch naiv und wollte die Welt verändern. Ich lag dann aber nicht sehr falsch, muss ich sagen. Ich habe dann in der Schule gemerkt, dass ich nicht die Welt verändern kann, sondern die kleinen Welten der Schüler und Schülerinnen, was ja viel schöner war. Ja, das war der erste Motivationspunkt und natürlich einfach aus meiner Bildungsbiografie. Ich bin selber mit 12 Jahren nach Österreich gekommen. Ich habe die Schwierigkeiten in dem System selbst erlebt. Und ich habe aber eine sehr, sehr unterstützende Lehrerin gehabt, damals in der Mittelschule, also damals ist es ja noch Hauptschule. Und ich habe diesen Mehrwert einfach selbst gesehen, was für eine Rolle, wichtige Rolle Lehrkräfte spielen können. Und wie ich dann von diesem Programm erfahren habe, wollte ich unbedingt dabei sein und das ist dann auch geworden. Perfekt. Zum Thema Intersektionalität bezogen auch im Schulwesen. Für diejenigen, die jetzt Intersektionalität, den Begriff nicht kennen oder nicht wirklich viel damit verbinden können. Intersektionalität steht für Mehrfachdiskriminierung. Das heißt, ich kann auch ein gutes Beispiel dafür sein. Ich bin eine Frau. Ich bin zwar nicht sichtbare Muslimin, aber trotzdem, wenn man mich fragt, wo du herkommst oder welchen Glauben du hast, auf jeden Fall der islamische Background und ich sehe nicht aus wie jemand, der blond ist, blaue Augen und eine helle Haut. Das heißt, ich hätte da in verschiedenen Punkten eine Mehrfachdiskriminierung oder zum Beispiel auch einen Mann, der weiß ist, dafür aber eine Behinderung, eine Beeinträchtigung hat und gleichzeitig auch obdachlos. Also nur für die, die jetzt zum ersten Mal den Begriff hören, das ist einfach eine Verstrickung von den verschiedensten Aspekten, die in Richtung Diskriminierung gehen. Höre für dich die nächste Frage. Wieso glaubst du, ist Intersektionalität oder wie würdest du Intersektionalität im Kontext mit Schule, was würdest du darunter verstehen? Ja, also wie du eh auch beschrieben hast, das ist ein Zusammenkommen von mehreren Komponenten, die dann einfach Mehrfachdiskriminierung, wie das so schön übersetzt wird, zu Mehrfachdiskriminierung führt, aus unterschiedlichen Gründen. In der Schule ist das Problem jedoch nicht jetzt nur in der Klasse, sondern eigentlich am System. Das möchte ich auch hier nochmals unterstreichen. Vielleicht komme ich das dann später zu Beispielen, die ich dann erlebt habe. Aber das Problem ist, sind jetzt nicht nur einzelne Lehrkräfte, weil es gibt sehr tolle Lehrkräfte, die sehr vieles leisten, oder Direktorinnen, sondern einfach das System. Die Direktorinnen, die Lehrkräfte erhalten nicht die notwendige Unterstützung vom System. Und dementsprechend bei dieser Überlastung, bei diesen vielen Aufgaben, die die Lehrkräfte einfach tagtäglich erledigen müssen, kommt manches zu kurz. Natürlich gibt es dann einfach Persönlichkeiten, die meiner Meinung nach auch ein bisschen fehl am Platz sind mit diesem Beruf.
Vor allem, weil sie nicht mit den aktuellen Situationen hier in Österreich nicht klarkommen. Sei es jetzt einfach Flüchtlingskrisen, die wir mehrmals hatten, so wie sie genannt werden, oder einfach der globale Wandel einfach, dass die Welt sich verändert und nicht wie vor 50 Jahren einfach stehen bleibt. Also das sind einfach die Probleme dahinter, aber für mich persönlich wäre das größte Problem einfach im System. Weil du auch jetzt kurz davor gesprochen hast von globaler Wandel und dass die Welt sich immer stetig verändert. Wieso glaubst du, würdest du sagen, dass eben durch diesen Wandel, dass die jüngere Generation oder vor allem die jüngeren Menschen in dieser kurzen Zeit das Thema Intersektionalität so stark zugenommen hat, dass man sich auf einmal jetzt darum kümmert und wissen möchte, was das genau bedeutet? Was würdest du sagen, wären die Gründe dafür? Ja, die Sensibilisierung allgemein, würde ich sagen. Und da spielt Social Media eine sehr große und wichtige Rolle. Man hat viele Vor- und Nachteile von Social Media, aber dieses ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil die jungen Menschen vernetzen sich sehr schnell, erfahren von einem George Floyd in Amerika, der getötet wird, oder von anderen Geschehnissen innerhalb von Sekunden. Und so entsteht einfach auch ein bisschen mehr Sensibilisierung. Da sind auch die Jugendlichen meiner Meinung nach, wie ich so empfinde und wie ich mit ihnen so zusammenarbeite, einfach mehr sensibilisiert. Sie wissen auch mehr über ihre Rechte und wissen, wo teilweise sie Unterstützung bekommen können. Also und vor allem nutzen dann diese Social-Media-Kanäle, um laut zu werden in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der Sache. Also das Thema war immer wichtig, immer präsent. Nur jetzt eben, wie gesagt, durch die Social-Media-Kanäle ist es breiter geworden und man kommt schneller zur Sprache. Du hast vorher angeschnitten, dass es oft ein strukturelles Problem ist, also das Bildungssystem, dass es eben einige Personen gibt, die das Ganze Neue nicht aufnehmen möchten und lieber in dieser alten Struktur verbleiben wollen. Hattest du bezüglich deiner Zeit als Fellow Schwierigkeiten, die du mit uns teilen möchtest, sei es jetzt mit der Platzierung oder mit dem Einstieg in der Schule und auch währenddessen, gab es da hinsichtlich dieser Sache Probleme? Ja, also es gab ganz am Anfang ein Problem. Ich zitiere gleich Toni, der stellvertretende Geschäftsführer zurzeit bei Teach for Austria, der hat mir damals gesagt, Hurie, alle Fellows haben nur eine Herausforderung, Fellow zu sein. Du hast gleich zwei, du bist Fellow und gleichzeitig auch sichtbare Muslimin. Das war das erste Mal, dass mir jemand so direkt gesagt hat, dass das jetzt eine Herausforderung ist. Und deswegen nehme ich das immer wieder als Beispiel. Was dazu geführt hat, war einfach, ich wurde in einer Schule platziert und bin dann in die Schule gegangen, um die Direktorin kennenzulernen, um einfach die Unterlagen, die Schulbücher, Schulschlüssel und dergleichen vor Schulbeginn quasi zu bekommen. Die Direktorin war ja meiner Meinung nach mit der Situation total überfordert. Weil sie hat dann innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, hat das Gespräch gedauert, mich kurz angeschaut, hat gemeint, so eine kleine Frau, sie werden schon ein bisschen Probleme haben. Und ich dachte, okay, klein und Frau, für sie sind schon mal ein Problem, hat mal gut begonnen. Und dann, wie sie noch meine Unterlagen angeschaut hat, hat sie gemeint, ah ja, sie sprechen Türkisch und Albanisch. Das sind circa 90% unserer Schüler und Schülerinnen. Also ich muss Ihnen sagen, das werden Sie nicht mit Ihnen also auf Albanisch oder Türkisch reden. Sage ich Ihnen gleich. Ja, ist auch nicht mein Ziel. Also dass ich mehrere Sprachen sprechen kann, war für diese Dame auch ein Problem. Und danach kam natürlich auch die Frage, würden Sie das Kopftuch in der Schule ablegen, obwohl meine ganzen Bewerbungsunterlagen mit Kopftuch waren. Bei Teach for Austria ich jeden Tag, also den ganzen Bewerbungsprozess mit meinem Kopftuch durchlaufen habe und ich hätte nicht irgendwie diese Erwartung signalisiert, dass ich das abnehmen werde. Also das gab so viele Punkte in diesem Gespräch, wo ich einfach aufstehen wollte und einfach rausgehen wollte. Wäre ich nur als Hurie dort gewesen, wäre ich rausgegangen.
ohne irgendwas zu sagen, danke und tschüss. In dieser Situation war das natürlich anders, weil ich eine ganze Organisation vertreten habe in der Stelle. Also die Teach for Austria war ja dazwischen, sie waren die Vermittler und ich konnte nicht einfach so aufstehen und gehen. Mhm. Ich hatte aber, dann muss ich sagen, dann hatte dieses Unglück hat zum Glück geführt, dass ich dann einfach in einer sehr tollen Schule gelandet bin. Also das muss ich auch hervorheben, das war dann einfach mit der Direktorin der Schule, wo ich dann gelandet bin, habe ich heute noch Kontakt. Wir treffen uns regelmäßig. Viele tolle Kolleginnen habe ich dort gehabt. Aber wie gesagt, natürlich gab es mal die oder die andere, eine andere Bemerkung oder Fragen und so weiter. Das hat dann aber gepasst. Also das war dann, wie gesagt, einfach in Kommunikation miteinander. Hm. Gelöst. Vor allem, wenn man dann jemanden wie dich hat, der dann das Gegenteil beweist und zeigt, es geht sehr gut, obwohl ich klein bin, obwohl ich sichtbare Muslimin bin, hat es ja nichts mit den Fähigkeiten zu tun. Von daher ist natürlich eine Riesenaufgabe gewesen. Ja, also das will ich wieder mit einem Zitat von einer Kollegin eben in meiner Schule bestätigen. Sie hat eben gesagt, also sie haben in dieser Schule gab es mehrere Fellows. Und ich habe sie dann so mal so indirekt angesprochen, so als kleine Frau, als Muslimin, wie glaubst du, bin ich jetzt dabei so, wie stehe ich gerade? Sie hat gesagt, na, also ich muss sagen, dafür, dass du dann nicht ausgebildet bist für diesen Job, machst du das sehr super. Sehr gut. Also, Bestätigung bekommen. Ja, Bestätigung, also jeder kann da wirklich Fellow werden und muss dich nicht unterkriegen lassen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Genau, also man... Was da auf jeden Fall wichtig ist, was ich auch eben in diesem Prozess gelernt habe, ist, an sich selbst weiterziehen zu glauben, nicht aufzugeben und eben dann einfach Verbündete, wie zum Beispiel in dem Fall der Toni bei mir, der Erwin Kreiner, der für die Platzierung bei Teach for Austria zuständig ist oder einfach die ganze Organisation. Also ich habe Unterstützung, jeder, der diese Geschichte erfahren hat bei mir, diese Platzierung, hat mich angesprochen, hat mich bestärkt, hat mich unterstützt. Also das ist in solchen Situationen wirklich sehr wichtig, weil dann fühlt man sich sehr schnell alleine. Und dieser Selbstzweifel beginnt dann auch sehr schnell. Mhm. Das ist dann eben ein bisschen diese Unterstützung von außen, ist auch sehr, sehr, sehr wertvoll und wichtig. Mhm, definitiv. Jetzt verglichen zu der Situation ganz am Anfang mit der Direktorin und den Vorurteilen gegenüber deiner Person. Wie war es dann mit den Schülerinnen und Schülern, als sie gesehen haben, da ist jemand, der spricht, also die spricht sowieso Albanisch, Türkisch, trägt Kopftuch. Wie haben sie auf dich reagiert und gibt es da Erfahrungsberichte, die du gerne mit uns teilen würdest? Ja, also von der Schülerinnenseite gab es kaum irgendwas, irgendeine Bemerkung. Natürlich, am Anfang hatten sie die Frage, wieso tragen sie Kopftuch? Dürfen sie überhaupt mit Kopftuch unterrichten? Weil das war damals auch sehr präsent, wieder dieser Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Aber das einmal mit ihnen diese Frage beantwortet, das war ja dann geklärt. Es war natürlich, dass ich mehrere Sprachen sprechen konnte, aber das hat das sehr oft zu unterschiedlichen lustigen Situationen geführt, wenn die Schülerinnen untereinander gesprochen haben und ich natürlich alles andere auch verstanden habe. Das hat dann einfach zu, wie gesagt, zu spannenden, zu lustigen Situationen geführt und aber auch natürlich zu sehr guten Situationen. Wir hatten in der Schule dann ein Flüchtlingskind, also eine aus der Türkei, die dann wirklich kein Wort Türkisch gesprochen hat. Und ich und mein Kollege hatten in der Zeit dann die Mathe-Schularbeit. Wir haben dann, also ich habe die Mathe-Schularbeit dann auf Türkisch übersetzt und sie durfte dann die Schularbeit mitschreiben auf Türkisch. Und das hat dann eben auch sehr, sehr zu sehr schönen Momenten geführt, wie ich dann letztes Jahr hat sie die Schule abgeschlossen, dort war und sie sich noch immer an diese Situation erinnert hat und noch immer sich bedankt hat. Also diesen Mehrwert einfach haben die Schülerinnen und Schüler gespürt. Aber nicht nur jetzt Kinder, also Schülerinnen mit Migrationshintergrund, sondern einfach auch alle anderen. Also diese Wertschätzung, Kommunikation mit auf Augenhöhe, eine gute Beziehung mit den Schülerinnen und Schülern, das ist ihnen wichtig. Wie ich ausgeschaut habe oder was ich angezogen habe, das war ihnen also am Anfang nur wichtig, wie sie mich nicht gekannt haben. Danach war das nie ein Thema. Ja.
ist auch ein gutes Beispiel, das dann zeigt, wie gut und wie leicht man verschiedene Menschen erreichen kann, vor allem eben junge Menschen, die dann noch aus einem anderen Land kommen und dann sich vielleicht fühlen, als gäbe es niemanden, der sie irgendwie versteht oder sich die Mühe geben würde. Von daher ist es auch ein sehr gutes Leadership-Beispiel im Rahmen vom Fellow-Programm. Genau, also das freut mich, wenn ich sowas höre, und dann denke ich immer an meine Schulzeit zurück, wo es eigentlich niemanden gab als Lehrkraft, die so ausgeschaut hat wie ich oder den gleichen Background, außer vielleicht dem Islamlehrer oder der Islamlehrerin. Von daher ist es immer wieder erfrischend und macht mich selbst glücklich, sowas zu hören. Genau, also danke auf jeden Fall für die Erfahrung. Vielleicht gleich dazu, wie ich gesagt habe, dass das Problem am System liegt, das ist auch eines der Probleme, dass eben zum Beispiel immer wieder das Problem mit dem Kopftuchverbot für Lehrerinnen kommt oder dass es Diversität im Lehrerzimmer teilweise sehr, sehr fehlt. Mhm. Das ist ein Systemproblem. Wenn alle 2-3 Monate dieses Verbote oder was auch immer kommen, präsent sind, dann stellen sich natürlich dann zum Beispiel Musliminnen die Frage, ist das der richtige Beruf für mich? Dann werden sie das auch nicht studieren, obwohl in Österreich schon sehr viele Lehrkräfte gebraucht werden und in den nächsten Jahren auch noch mehr diesen Gap geben wird. Also man braucht Lehrkräfte. Und das ist auch wichtig, diese Personen dann als Ressource zu sehen. Manchmal hat wirklich nur mein Dasein dem Schüler und Schülerinnen einfach vielleicht eine Sicherheit gegeben, wo sie auch aus ihren Gesprächen herausgekommen ist. Ich habe nichts gemacht, außer in einer Lernstunde, wo sie Hausaufgaben machen und dann mir einfach Sachen anvertraut haben, die allen anderen Lehrkräften nicht anvertraut haben. Das heißt jetzt, nicht mit Kompetenzen oder Nichtkompetenz der anderen Lehrkräfte zu tun, sondern einfach diese Verbundheit der Schüler und Schülerinnen, wie du gesagt hast, dass sie die Person einfach plötzlich so genau wie die Menschen, die Frauen in meiner Umgebung ausschaut. Also das war für viele Schüler und Schülerinnen einfach der wichtigste Punkt. Und das ist ein Systemfehler, der auch bald gelöst werden soll. Mhm. Du hast ja auch einige konkrete Beispiele genannt, um Repräsentation näher zu kommen und Diversität. Was würdest du sagen, wären jetzt noch die notwendigen Schritte, die nicht nur ein Fellow oder eine Fellow, sondern wir als Gesellschaft wirklich machen müssen, um Diversität, Repräsentation vor allem im österreichischen Bildungssystem zu schaffen? Ja, auf jeden Fall mal auf politischer Ebene anders zu diskutieren, wie gesagt. Die Ausbildung der Lehrkräfte finde ich auch nicht sehr zeitgemäß. Ich habe sehr oft über die Ausbildung der Lehrkräfte mit jungen Kolleginnen in der Schule gesprochen. Zum Beispiel Thema Diversität wird, wenn dann, als Wahlfach angeboten, wo sowieso dann die Studierenden hingegangen sind, die sensibilisiert waren in dem Bereich. Also jetzt nur im Schulsystem, also im Kontext Schule gedacht, vielleicht auch ein bisschen mehr Kontrolle in dem Bereich. Ja, also ich verlange jetzt nicht absichtlich nach mehr Kontrolle in der Schule. Die Bürokratie ist schon kompliziert genug dort. Aber es soll irgendwie nicht nur das Unterrichten überprüft werden, sondern auch tatsächlich der Umgang mit Schülern und Schülerinnen und der Umgang mit anders aussehenden, anders denkenden Schülern und Schülerinnen. Das sind jetzt nicht nur Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, sondern einfach auch die mit unterschiedlichen Krankheiten, Behinderungen, andere sexuelle Orientierungen. Das ist alles ein Problem in der Schule, weil eben teilweise diese Lehrkräfte dafür nicht vorbereitet werden in ihrer Ausbildung. Eine Kollegin hat mir zum Beispiel einmal gesagt, ich könnte die didaktischen Konzepte und Methoden alles auswendig. Nur keiner hat mir gesagt, was ich machen soll, wenn ein Schüler schreit. Mhm. Also das wären so zum Beispiel, oder mit ADHS, wie gehe ich mit Schülern, die ADHS haben, um. Also das sind so Punkte, die einfach in der Ausbildung, Fortbildung verpflichtend reingehören und nicht nur optional irgendwo angeboten werden, die sowieso, wie gesagt, von sensibilisierten Lehrkräften in Anspruch genommen werden. Mhm. Und auf gesellschaftlicher Ebene, weil das war die Frage, die eigentlich fehlt total in der Gesellschaft die Wertschätzung gegenüber Lehrkräften.
Was natürlich das Bild der Lehrkräfte schlechter darstellt und diesen Beruf dann einfach auch nicht sehr attraktiv macht. Es wird ihnen vorgeworfen, sie tun diesen Beruf nur für diese 2 Monate, 3 Monate Urlaube. Es wird ihnen vorgeworfen, zu Mittag nach Hause zu gehen, nur wenn man tatsächlich dann in der Klasse steht, weiß man dann, was man tatsächlich da leisten muss. Das ist dann nicht nur mehr, keine Ahnung, 20-Stunden-Job, sondern tatsächlich 60 Stunden und als Fellow manchmal so 100. Mhm. Aber das ist dann unser Problem sozusagen. Also diese Wertschätzung gegenüber Lehrkräften in der Gesellschaft muss irgendwie auch verbessert oder dieses Bild der Lehrkräfte verbessert werden, um diesen Beruf attraktiver zu machen und für alle dann zu öffnen. Okay. Würdest du dann sagen, man müsste vielleicht mehr diese Öffnung schaffen und Leute von außerhalb sozusagen in die Schule reinlassen? Genau. Okay. Und jetzt bezogen auf die Unterschiedlichkeiten der Schülerinnen und Schüler in der Schule, wo du jetzt zum Beispiel auch warst, würdest du sagen, dass du innerhalb deiner Fellow-Zeit gesehen hast, dass sich die Schule beziehungsweise auch die Direktorin und die Lehrerinnen und Lehrer darum gekümmert haben, diese Unterschiedlichkeiten zu schätzen oder dass die Schritte, notwendige Schritte getan haben, das irgendwie sichtbarer zu machen oder die Person wirklich individuell zu schätzen? Ja, also auf jeden Fall ist es war auch zu sehen, vor allem jetzt auch meiner Person gegenüber. Das war eines der schönsten, also auch lustigsten, schönsten Momente. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie wir im Lehrerzimmer dann gesessen sind, mit jungen Kolleginnen getratscht haben und eine Kollegin, also meine Teamteacherin eigentlich, vorbeigeht und mich anschaut und sagt, du, ich wollte schon immer sagen, du bist ja stinknormal. Also ich meine, ich habe in dem Moment das als Kompliment genommen natürlich, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, oder ich nachgedacht habe, was hat die Person eigentlich am Anfang von mir erwartet, dass sie dann einfach nur, weil ich mit anderen Kollegen und Kolleginnen und mich unterhalte, eventuell lache und dann Spaß habe, findet, dass ich dann einfach stinknormal bin. Aber den Schülern und Schülerinnen gegenüber natürlich gab es auch, also da wurde auch sehr oft aufgepasst, Rücksicht auf ihre Bedürfnisse genommen. Natürlich jetzt nicht von allen Lehrkräften, aber wie gesagt, also die Mehrheit in dieser Schule, wo ich war, war in dem Bereich schon sehr, sehr, verwende ich wieder das Wort, sensibilisiert und haben in dem Bereich auch weitergearbeitet. Und mit der Direktorin, also das hat schon mal ein Zeichen, für mich war das ein Zeichen der Offenheit, dass sie eben nach dieser Geschichte am Anfang, dass sie mich mal aufgenommen hat in ihrer Schule. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass das schon Aufstand im Lehrerzimmer am Anfang gegeben hat. Wo eine Kollegin auch offen und ehrlich zugegeben hat, sie mir, also nach den 2 Jahren, sie mir gesagt hat, du, am Anfang hat die Doris dich präsentiert und wir haben gesagt, na super, das hat uns auch noch geführt. Wow, na immerhin sehr ehrlich. Okay, wie soll ich das jetzt annehmen? Also diese Ehrlichkeit hat natürlich sehr wertschätzend eigentlich mir gegenüber gewirkt, aber dass sie das einfach und offen und ehrlich zugegeben hat, am Anfang hatte ich eigentlich schon was gegen dir, weil ich dachte, na super, das hat uns auch noch gefehlt hier. Aber das zeigt einfach, dass das bewirkt hat, auch was verändert hat, auch bei manchen Personen auch direkt. Aber da merkt man ja wirklich durch diese Beispiele, dass da Vorurteile sehr oft gegeben sind. Auch wenn man jetzt ein Mensch ist, der mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, mit den verschiedensten Menschen. Okay, naja, immerhin ehrlich gewesen. Aber ja, also da muss ich vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik üben. Bei manchen Sachen, die Personen oder die, sage ich einmal, Mehrheitsgesellschaft erlebt oder sieht oder so, denke ich mir, ja, manchmal würde ich das von außen nur so betrachten, hätte ich wahrscheinlich auch Vorurteile gehabt. Nur das Wichtigste ist einfach, jeder Mensch hat Vorurteile. Das Wichtigste ist einfach, damit umzugehen und diesen Schritt zu gehen, zu kommunizieren oder mehr davon zu lernen, zu erfahren, zu lesen. Im Internet gibt es mittlerweile alles Mögliche für alle Bereiche. Also das ist das Wichtigste, sonst Vorurteile. Also
sind nicht immer schlimm. Das wollte ich nochmal kurz betonen. Ja, sicher. Also du hast es eh richtig gesagt, jeder von uns hat irgendwann mal Vorurteile und denkt sich mal, gleich der erste Gedanke ist meistens vielleicht ein negativer, wenn man zum Beispiel jemanden zum ersten Mal kennenlernt, weil man sich denkt, okay, der erste Eindruck war jetzt nicht so positiv. Aber das ist wirklich toll nochmal zusammengefasst, Kommunikation, die Offenheit und selbst auch zu recherchieren und vielleicht auch mal zu fragen, wie die Person gerade denkt oder was sie gerade durchmacht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Perfekt. Die abschließende Frage wäre jetzt in Bezug auf deine Schülerinnen und Schüler. Hattest du da Erfahrungen im Hinblick auf Diskriminierung, rassistische Bemerkungen, Ausdrücke innerhalb deiner Klasse oder deiner Klassen, wo du dann wirklich intervenieren musstest und aufklären musstest? Gab es da bestimmte konkrete Beispiele? Ja, also es gab immer wieder so Beispiele, leider auch. Natürlich haben teilweise Schüler und Schülerinnen, also als Lehrkraft merkt man einfach auch, welche Aussagen der Schüler und Schülerinnen einfach von sich selbst kommen oder welche einfach projiziert von zu Hause mitgenommen werden. Mhm. Von diesen Begrifflichkeiten, die sie dann einfach verwendet haben, hat man gedacht, okay, diese Person oder dieses Kind kann jetzt nicht wissen, was das heißt. Er oder sie verwendet dann einfach diese Begriffe von zu Hause mit. Ja, also es gab zum Beispiel in einer Klasse ein Roma-Kind und dem wurde oft gesagt, er stinkt. Mhm. Da musste ich natürlich, da habe ich auch interveniert und habe dann eingegriffen und gesagt, das geht nicht. Und ich habe dann hinterfragt den Schüler, vor allem es gab nur einen Schüler, der das oft gesagt hat, habe ich dann zur Seite genommen und habe gefragt, wieso sagst du das? Und das hat dann natürlich eine Vorgeschichte gehabt. Und er hat dann irgendwie gemeint, ja, in Serbien gibt es so viele Roma und die stinken alle. Okay. Genau, von zu Hause mitgenommen oder einfach von ich weiß nicht von wohin, woher das gekommen ist. Und dann haben wir das natürlich gemeinsam mit ihm bearbeitet und besprochen und so. Und das eigentlich nicht nett ist. Oder in anderen Klassen gab es natürlich so dunkelhäutige Schüler, einen Schüler tatsächlich. Und der wurde von den Schülern und Schülerinnen sehr oft als Affe bezeichnet, leider. Und also in der Pause. Und da habe ich auch ab und zu mal so zum Beispiel am Gang oder wo wir am Hof draußen waren, diese Bemerkungen oder diese Sachen gehört. Und da habe ich natürlich dann auch eingeschritten. Aber das war nicht nur ich als Fellow, sondern da haben wirklich alle Lehrkräfte bei solchen Bemerkungen und Anmerkungen von den Schülern und Schülerinnen haben die meisten Lehrkräfte da wirklich sehr gut reagiert, muss ich sagen. Okay. Aber leider machen, also Schüler, Kinder sind wirklich sehr gemein und nehmen, wie gesagt, teilweise Sachen unreflektiert einfach mit und projizieren einfach auf die, die am nächsten zu ihnen sind. Und das sind dann die Mitschüler und Schülerinnen, wo sie tagtäglich mindestens 6 Stunden in Ganztagsschulen dann wirklich den ganzen Tag gemeinsam verbringen. Mhm, mhm. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es sich dann irgendwie hinsichtlich dessen, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, globaler Wandel und das alles ändert sich immer mit der Zeit sehr schnell, dass man da noch sensibilisierter auf das Ganze zugeht und dann auch wirklich nicht nur ermahnt die Kinder, sondern auch ansetzt und sagt, hey, in Ruhe zu erklären, das geht nicht, das verletzt die Gefühle und wie würdest du dich fühlen, wenn ich jemanden so nennen würde? Okay. Genau. Ja, das ist wirklich sehr wichtig, wie du gesagt hast, also dieser Reflexionsprozess, das würde auch jede Lehrkraft unterstreichen, dass es einfach braucht, vielleicht auch mit der ganzen Klasse nochmal alles zu besprechen, was auch Solidarität heißt, was sollte man tun in solchen Situationen, wenn die Mitschüler und Schülerinnen was dafür tun. Das Problem, wieder am Anfang zu kommen, ist aber liegt wieder im System, weil manchmal hat man einfach nicht diese Zeit als Lehrkraft. Man hat nur 5 Minuten Pausen, das reicht für nichts. Man kann nicht einmal die Bücher aus dem Lehrerzimmer holen und in die nächste Klasse gehen in diesen 5 Minuten. Und danach, also dann muss man muss diesen Lehrplan erfüllen, man muss unterrichten, man muss Zetteln, Unterschriften sammeln, was weiß ich, was alles.
Und natürlich, das Wichtigste kann teilweise dann wirklich verloren gehen, eben solche Bemerkungen oder solche, diese Zeit zu finden, das gemeinsam zu reflektieren, das geht dann sehr schnell verloren bei diesen ganzen Aufgaben, die die Lehrkräfte und die Rektorinnen zu tun haben, leider. Aber das, wie gesagt, also das, vielleicht sage ich das nochmal, meiner Meinung nach, würden die Lehrkräfte in Österreich nicht das leisten, was sie leisten, außerhalb von ihrer Lehrpflicht eigentlich, würde das System nicht einmal eine Woche aushalten. Mhm. Wenn die Lehrkräfte wirklich nur das leisten, was in ihrem Vertrag steht, dann ist es vorbei. Sie leisten schon so viel und von ihnen wird schon so viel verlangt und mit wenig Unterstützung. Also da muss auf jeden Fall noch angesetzt werden. Was zum Beispiel eben jetzt auch auf Teach for Austria zurückzukommen, für uns ein Riesenvorteil war. Wir hatten diesen Kohorten, wo wir Unterstützung bekommen haben. Wir haben die Trainer und Trainerinnen gehabt, die uns hospitiert haben, aber auch bei jedes Mal, wo wir Unterstützung gebraucht haben, einfach melden konnten. Also diesen Self-Space hat es gegeben, was für viele Lehrkräfte ja nicht gibt. Die müssen dann selbst kämpfen. Und teilweise wird das auch dann im Kollegium belächelt, wenn man das nicht gut umgehen kann oder wie auch immer. Man traut sich da nicht, was zu sagen, dass man sich da nicht auskennt oder nicht mehr weiter weiß. Es häuft sich einfach alles zusammen und das braucht einfach wirklich, ich glaube, das System muss von Teach for Austria lernen. Mhm. Sehr gut. Ein guter Abschluss zu einer kleinen Extra-Frage. Und zwar für all diejenigen, die sich jetzt bewerben werden für das Fellow-Programm und für all diejenigen, die dann auch 2022 starten werden, was sind so deine abschließenden empowering words an die Fellows, wenn es jetzt darum geht, Repräsentation, Diversität, Vielfalt, was kannst du ihnen auf dem Weg mitgeben? Ja, einfach sei du selbst. Mehr brauche ich wirklich nicht. Sei du selbst. Versuche einfach mit den Schülern und Schülerinnen auf einer persönlichen Ebene zu reden, auf Augenhöhe zu reden, mit ihnen zu kommunizieren und dann bekommt man einfach wirklich vieles zurück. Ja, man wird auch, es wird viel verlangt, man muss viel leisten, aber einfach, es ist wieder einfach super schön, wie ich zum Beispiel heute habe ich wieder die Einladung zur Maturafeier meiner ersten Schüler und Schülerinnen vor 5 Jahren bekommen. Also das sind dann eben die schönsten Momente, wo ich mir denke, es hat sich das Ganze auszahlt, dass ich dann eben ausgehalten habe, bis zum Schluss dort dabei war und nicht aufgehört habe. Einfach wirklich, sei du selbst, nicht aufhören und auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Mhm. Perfekt. Ja, dann sind wir eigentlich schon auch am Ende. Von mir noch für all diejenigen, die sich eben bewerben möchten, die finale Deadline geht bis zum 8.5. Und wir freuen uns, wenn wir dann einige Bewerbungen sehen, natürlich nicht nur einige, sondern viele. Und Hürriye, danke nochmal für deine tollen und ehrlichen Einblicke über das Thema und dass du mit uns also die Zeit gefunden hast, das mit uns zu teilen. Sehr, danke. Sehr gerne. Er liebt euch. Ja, unbedingt. Danke, Hürriye. Danke auch. Dann so, meine Maus, da ist sie.